Recht herzlich willkommen zur 25. Folge von Factorio. Ja, letztes Mal die Problematik mit der Forschung, weil ich nicht gesehen habe, dass die Grünen schon erforscht sind. Aber kriegen wir hin. Gut, und dann müssen wir jetzt weiter zusehen, dass wir vorankommen. Und ich sehe gerade, wir haben ja noch zwei solche Kuppeln. Dann sollten wir die vielleicht doch auch dahin bauen. Und wir bauen noch zwei Knickarmroboter. Die müssen wir aber noch herstellen. Gut, und dann setzen wir die dahin. Und dahin. Dann brauchen wir noch Strom. Kriegen wir das dazwischen? Und dass das für alle klappt. Sieht so aus, ne? Wunderbar, oder? Gut, und was fehlt uns jetzt noch? Jetzt fehlt uns Platz. So, Platz. Da ist aber viel zu viel auf dem Förderband, dass ich das drehen kann. Wer macht denn hier? Ah, hier. Aber da ist noch nicht mehr was dran. Ach, der kann wahrscheinlich nicht ablegen. Deswegen geht's nicht weiter, ne? Kann das sein? Ja, da kann ich nicht ablegen und deswegen kann er... Ah, okay. Das heißt, das müssen wir anders gestalten. Wie machen wir das? Gute Frage. Wir brauchen Förderbänder und die waren da oben. Schön in die Kiste gelagert. Immer 100 mit. So, dann müssen wir da auf der Rückseite das bauen. Geht das auch? Ich glaube schon, oder? So, die müssen wir hier unten hin machen, sonst kommen wir da nicht dran, ne? Und drehen wir um und machen das so rum, oder? Gut. Bisschen Kraut und Rüben hier, ne? Vielleicht könnte man ein bisschen reinzoomen, vielleicht geht es dann besser, aber dann wird es nicht. Gut, machen wir da noch zwei länger. Geht der da in der Kiste? Jo, gut. Dann machen wir das doch, ne? Brauchen wir noch Strom, den kriegen wir da aber so hin. So, dann müssen wir den hier da wegmachen. Und den setzen wir dorthin. So, jetzt werden die Teile dann auch ausgeliefert. Dann geht's da schon mal weiter. Okay. Da oben ist noch genug Erz da. Okay, das ist dann da in der Kiste noch dran. Ne? Wie bleiben wir denn da noch? Ah, ist ja schon fast weg. Andere Seite ist weg. Dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir da mehr Eisenerz hinkriegen. Aber warte mal, hier oben ist ja ein Feld. Dann sollten wir das vielleicht hier managen. Dass wir da das einfach hier anschließen, oder? Na, komm schon. Wie kriegen wir das da hin? Brauchen wir so einen Teiler, ne? So einen Teiler brauche ich. Den muss ich hier produzieren. Dann bauen wir den da mal hin. War schon richtig so, ne? Den machen wir mal da hin. Dann die davor. So wieder näher. Und lassen wir einfach drauflaufen, ne? Und... da bin ich jetzt zu schnell weggefahren, das schaffe ich so nicht. So, das sollte funktionieren eigentlich. Und jetzt brauchen wir noch einen Erzförderer. Machen wir mal da hin. Ach, Strom braucht er auch noch. Haben wir aber auch die Möglichkeit für einen zweiten, ne? Und der läuft dann auch. Komm, machen wir mal. Wir haben zwei Förderbänder. Wir haben auch genug. Ich sag schon, Öfen, die das dann weiterverarbeiten können. Guck, jetzt ist die Kiste nämlich schon leer, wie man sieht. Das ist nur die Frage, die packen drauf und nehmen nicht raus, ne? Oder wie war das? Da sieht's auch aus. Gut, läuft auf jeden Fall. Hier unten ist dann alles dran, ne? Wie sieht's hier aus? Ja, es dreht sich jetzt alles. Wo kommen denn unsere Tränke her? Waren die hier? Nee, da? Nee. Entschuldigung. wer produziert denn hier die Forschungstränke? Der. Dem fehlen Zahnräder, okay. Und da? Nee, da sind Forschungstränke. Ach, beides sind Forschungstränke, okay. Ihm fehlen Roboter. Und ihm fehlen nur Zahnräder. Die kommen aber gerade nicht vorbei. Da müssen wir mal da oben gucken, die wurden noch hier produziert, ne?
Hier werden sie, ach, die werden auch gemacht. Ah, warte mal, hier ist ein Roboter. Ja, der sammelt die gerade ein, wahrscheinlich, ne? Das ist dann nicht gut. Und hier sammelt der Roboter ja auch die Teile ein, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Aber warte mal, wir wollten doch dann irgendwo dieses noch bauen. Die müssen hier vorbeikommen. Das ist auch gut dann. Aber die nicht. Die sind nicht da, sagen wir es mal so. Das heißt, wir müssen Knickarmroboter erforschen, nicht erforschen, automatisieren. Was brauchen wir denn dafür? Ach, die Elektroteile waren das, alles klar. Elektroteile brauchen wir dafür und Zahnräder und Eisenplatten. So, was ist in diesem Kreislauf drinne? Eisenplatten, Zahnräder und die Elektroteile sind hier unten. Das würde bedeuten, wir müssten ein so ein Teil bauen. Das können wir auch. Und das stellen wir dann mal hier hin, oder? Da. Und dann nehmen wir einen Knickarmroboter. Der sollte das da reinmachen. Und wir brauchen noch zwei. Wo war denn der erste? So, jetzt haben wir drei gebaut, ist aber auch nicht schlimm. So, einer rein und einer raus. So, und dann müssen wir hier noch einstellen, was der forschen soll. Okay, Elektrotechnik ist jetzt fertig geworden. Stromnetz. Ja, ich glaube, das machen wir als nächstes. Weil da oben müssen wir hin, ne, oder? Gucken wir weiter. Zahnräder können wir machen. Wird dafür benötigt und ermöglicht das. Was sind das denn für rote Teile? Rote Signalkabel, grüne Signalkabel. Okay, das ist wahrscheinlich für die Steuerung, ne? Hätte ich ja jetzt bald gesagt, lass uns das erforschen erst. Benötigt Solarenergie. Auch benötigt für Solarenergie. Da Eisenbahn. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das. Ermöglicht Schienen die Eisenbahn. Benötigt für automatische Zugnetzwerke. Okay, dann ist das schon mal klar. Die brauchen nichts. Ja, dann bedeutet das erstmal, dass wir hier weitermachen und erstmal den machen, denke ich dann. Passt schon. Dann müssen wir das weiter forschen, ne? So, was wollen wir hier machen? Knickarmroboter, und zwar die. Wähle einen Bauplan. Schade. Da brauchen wir einen gelben oder einen linken. Der ist also der falsche. Können wir denn einen andersfarbigen produzieren? Nö. Das heißt, wir müssen den anderen erstmal in irgendeiner Form erforschen, ne? Und wie geht das? Ja. Knickarmroboter waren da. Wo habe ich das denn jetzt gesehen? In der Forschung? In der Forschung. Was wollten wir jetzt hier? Wir wollten gucken, wo wir die blauen herkriegen. Hatten wir doch vorhin schon irgendwie, ne? Ach, das war hier. Okay, dann müssen wir die Forschung umstellen, denke ich. Dann sind die Zahnräder wichtiger. Also es läuft relativ gut hier, allerdings kommen keine Tränke raus, ne? Da sehe ich schon irgendwo so einen Knickarmroboter, der da rauskommt? Ich glaube nicht, ne? Ach so, weil das nicht geht, genau. Dann kann da auch keiner rauskommen. So war das. Der ist ja cool, der kann Gegenstände filtern. Aber der braucht den.
Ja, das ist ja doof. Ist jetzt irgendwas, wo ich sage, brauche ich? Was ist das? Eisenstange, Motor. Munition könnten wir machen. Vielleicht macht es Sinn, erstmal Munition zu machen. Dafür brauchen wir nur Stahlplatten, alles klar. Die kriegt er da vielleicht vom Band, vielleicht auch nicht. Ah, es gab eine Stahlplatte. Okay, die legt er auch ab. Die Munition, die ist jetzt da. Ja, müssen wir gucken, wie wir damit weiterkommen. Irgendwann wird das äußere Band wieder voll sein. Dann kommen wir dann da doch nicht weiter. Momentan macht der das da. Ja, müssen wir so gucken. Okay, Stahlproduktion läuft weiter. Stahlplatten gibt es. Werden auch zu Zahnrädern weitergemacht. Und was passiert hier? Hier fehlt es an Eisenplatten, ne? Das würde bedeuten, wir müssten hier eigentlich gucken, dass die Eisenplatten da nicht durchkommen, ne? Doch, da sind wir richtig, oder? Wenn sie so einen haben. Dann nehme ich den und baue den dazwischen. Und dann baue ich noch ein Förderband nebenher. So. Geht das so? Ja, geht so. Und dann kommen auch da welche durch, dass da weiter produziert werden kann. So ist das richtig. So wollte ich das auch haben. Gut, das heißt, Förderbänder gibt es auch. Die laufen aber nicht durch, die bleiben hier hängen im Endeffekt. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, ne? Der macht jetzt Munition. Und das Band ist gleich voll. Dann haben wir so viel Munition da drin, dass das nicht geht. Ja, ich glaube, wir lassen das mal mit der Munition auspacken erstmal sein. Lass das mal sein. Steht gleich. Wir müssen erst gucken, dass wir was anderes fertig kriegen. Und das ist die Forschung jetzt, ne? Aber die Forschung steht gerade. Warum? Ne, da kommen rote Tränke doch. Gut, der erste wurde eigentlich gerade beladen. Ne? Ach so, okay, da müssen wir zwei rein. So, die Forschung läuft. Ist zwar noch nicht weit, aber sie läuft. Wäre schön, wenn es ein bisschen schneller geht, ne? Ah, Kupferplatten sind Mangelware. Warum sind Kupferplatten Mangelware? Was fehlt hier? Okay, der läuft jetzt. Der packt jetzt auch die Kupferwaren da drauf, oder? Ja. Aber er staut sich hier so stark, dass er das nicht schafft. Was ist denn, wenn wir hier... Das machen wir auch. Wir machen hier mal ein bisschen länger. Und da kommt ein Knickarmroboter neben. Den machen wir mal hier hin. Und der lädt dann da ab. Und dann müssen wir noch eine Kiste machen. Und die stelle ich mal da hin. Und Strom brauchen wir natürlich auch noch, ne? Ich hoffe, mit dem Strom geht das so. Ja. So, jetzt packt er da alles weg. Achso, wir sind zu weit weg. Die Kiste ist natürlich fürchterlich klein, da wird es nicht lange dauern, bis er da nichts mehr wegpackt. Aber dann müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen. Zu wenig Tränke, keine Forschung. Und das bedeutet keine Kupferplatten, ne? Die sind da und die gehen nicht raus.
Wie sind aber hier die Kupferplatten? Wie weit geht er? Er kann bis da zu lang. Das ist aber zu weit. Er könnte bis dahin. Und wie weit kann der? Er könnte bis dahin. Und wenn ich dann noch einen von hätte? Geht das dazwischen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, der müsste jetzt so rumstehen. Steht aber schlecht. Geht nämlich dann nicht. Müssen wir irgendwie anders organisieren dann. Wie kriegen wir das hin, dass es klappt? So. Drehen. Und der kommt da ganz einfach hin. So. Der nimmt ab und legt rein, oder? Der ist gerade voll und deswegen geht's nicht. So, Produktion in dem Sinne läuft. Jetzt müssen die retten Tränke nur noch aufs Band kommen, ne? Hat auch geklappt. Okay. Ja, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es auch wieder reichen. Die Folge ist schon ganz schön lang. Produktion läuft weiter diesmal jetzt. Dauert einen kleinen Moment, bis die Forschung hier vorangeht dann. Aber sollte gleich wieder gehen. Und dann vielleicht auch etwas besser auf Dauer, ne? Oder? Ja, sieht gut aus, denke ich. Da kommt wieder eine Flasche. Gut, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.